Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Das habt ihr nicht gehört. Ich hab mir gerade neuen Kaffee eingeschenkt. So, Edna war's aufgeschrieben, glaube ich. In diesem Bild hat sich Captain Unbrauchbar verfahren. Im nächsten Bild sucht Nützlich Boy im Handschuhfach nach dem Stadtplan. Ui. Werden die beiden es jemals schaffen? Inspektor Konrad ermittelt. Ja, die Spur führt nach rechts. Wenn du dich auf den Kopf stellst, vielleicht nicht. Ich habe einen Telefonhörer. Gut gemacht. Den Rest vom Telefon findest du da drüben. Es ist nicht festgeschraubt. Es hält einzig durch das Wunder subatomarer Anziehungskräfte. Alter. Das ist geil. Oh, nein. Erstmal ansehen. Poetisch und deprimierend zugleich. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen, ohne dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Sprich mit mir, Kunst! Hallo, Edna. Hier spricht die Kunst. Was macht die Kunst Kunst? Wolltest du dir das nicht denken? Alter... Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint ohne dass hier. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Gesicht einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, mysteriöse Muster auf den Rand seines Sudoku-Heftes zu zeichnen. Oi. Verboten gut. Ich bin sprachlos. Nein, das soll... Okay. Münztelefon. Münztelefonschacht? Münztelefonschlitz? Kabel. Lampe. Sofa. Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Was? Wo liegt welcher Hase? Das Kabel, du Dummi. Es ist durchtrennt. Darum funktioniert das Telefon nicht mehr. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diesen Hasen in den Pfeffer gelegt hat. Wozu? Es ist kaputt. Gabel kann man immer gebrauchen. Diese Leitung ist tot. Oh, nein. Was? Nutzen. Wozu? Es ist... Mensch. Was hältst du davon, Harvey? Meine geheimen Hasenkräfte verraten mir, dass da etwas fehlt. Alter, Harvey, du bist on point heute. Das ist doch schon kaputt. Ach, Mann. Ein kaputtes Kabel. Das sollte ich mir notieren. Ja, finde ich auch. In diesem Bild kauft sich Captain Unbrauchbar endlich ein schnurloses Unbrauchbar-Phone. Inspektor Konrad ermittelt wegen Beschädigung öffentlichen Eigentums. Aber der Hauptverdächtige hat ein Alibi. What? Ich war den ganzen Tag im Weltall. Mein Chauffeur kann das bezeugen. Da müsste ich schon Ingenieur der Medientechnik sein, um das zu reparieren. Das schaffst du, Edna. Da müsste ich schon Ingenieur... Ja, warte mal. Hä? Da müsste ich... Achso, doch. Okay. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh. Halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist... Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Ohohoho. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. Nee. War ja klar.
In diesem Bild macht Captain unbrauchbar von seinem Recht Gebrauch, seinen Anwalt anzurufen. Inspektor Konrad gelang es schließlich, den Anruf zurückzuverfolgen. Er kam vom Telefon. Alter! Was war das? Ich fürchte, ich kann es nicht reparieren. Du vielleicht, Harvey? Ich fürchte, ich habe nur destruktive Eigenschaften. Was ist mit deinem schmuseweichen Fell? Ich schmiege jeden zu Tode, der mir begegnet. Hua! Heia! Hey, da ist eine Münze drin. Wechselgeld. Hey, kriege ich nicht noch Wechselgeld? Nope. Nope. Leo. Guck mal, Harvey. Ein Schacht für Wechselgeld. Uiuiui. Schau nach, was drin ist. Schau nach, was drin ist. Nichts. Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, da kommt was raus. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Da kommt nichts rein. Hoffentlich. Da kommt nichts rein. Hoffentlich. Alles klar, okay, das funktioniert nicht. Da kommen die Münzen rein. Da kommen Münzen rein, nicht raus. Echo! 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 Oh! Dieser Münzschlitz funktioniert wie ein Wunschbrunnen. Man darf sich nur was wünschen, wenn man eine Münze reinwirft. Ich brauche eine Münze. Du hast eine Münze. Hast du etwas Kleingeld für mich, Harvey? Leider nein. Ich bin vollkommen pleite. Verfluchte Raubkopierer. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. Okay, dann machen die auch nichts anderes mehr. Aber erstmal hier. Harvey funktioniert ohne Münzeinwurf. Nein. Mm-mm. Mein Poloschläger arbeitet vollkommen unentgeltlich. Leute zu vermöbeln sieht zwar anstrengend aus, aber für ihn ist es ein Hobby. Und was ist sein Job? Was denkst du, Harvey? Soll ich dem Kopf einen Bart malen? Oh ja, oh ja, oh ja. Und Zahl bekommt eine Augenklappe. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Bausparvertrag. Sweet, ein Bausparvertrag. Das Geld habe ich mir ehrlich und ganz legal verdient. Ja, klar, klar. Der Münzeinwurf befindet sich an der Wandstation. Das kann man als böses Omen werten. Muss man aber nicht. Münzen eignen sich übrigens auch als improvisierte Schraubenzieher, aber ich bevorzuge die Bio-Variante. Die Bio-Variante? Da sollte eigentlich der Hörer hängen. Der Hörer fehlt. Keine Chance, es ist der Hörer. Ich glaube, hier fehlt was, Harvey. Ja, eine radioaktive Weltraumsonde. Alles klar. Ich dachte mehr an einen Hörer. Da fehlt also keine radioaktive Weltraumsonde? Keine radioaktive Weltraumsonde, nein. Oh, worauf wartest du denn noch? Schnell, Schutzanzug! Schutzanzug! Okay. Da fehlt was ab. In diesem Bild macht Captain... Achso, okay. Gut. Nichts. Na toll, jetzt ist sie futsch. Okay. Wechselgeld. Wechselgeld. Oh yeah. Gehen wir erstmal dahin zur Tür. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können?
Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spuckekugeln und mit den Kaugummis, dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Alles klar, wir brauchen eine Zickzackschere. Hier steht: Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Nein. Ups, ich hab's kaputt gemacht. Yippie, nehmen wir die Bude auseinander. Hey! Dieses Plakat ist stumm. Ich will das Papierstück haben. Das klappt. Das klappt. Das kl. Das kl. Das klappt. So. Nie. Es will mir einfach nicht über die Lippen. Auch geil, ey. Schau mal, Harvey. Auf dem Aushang steht, dass sie in der Kantine keine Löffel mehr haben. Was schaust du mich so an? Ich habe nur zwei und das sind meine. Weil er ein Hase ist, versteht er? Woody, Woody, Woody. Oh, darf ich mitmachen? Klar. Woody, Woody, Woody. Woody, 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 Woody. Woody, Woody, Woody. Woody, Woody. Was machen wir hier eigentlich? Benutze Poloschläger mit Plakat. Ach so, klar. Woody, Woody. Ich Woody wusste nicht Woody, wie es gemeint Woody war und dachte, ich biete mal was an. Woody, Woody. Alles klar, Alter. Auf was für Ideen die Entwickler einfach kommen, ey. Und ich hab einen Namen für den Part. Einfach Woody. In diesem Bild hängt nützlich Boy Suchplakate für Unbrauchbarkeit in der Straße vom Tiefparterre Cave auf. Inspektor Konrad begibt sich auf die gefährliche Suche nach den verschwundenen Löffeln. Wer entführt unbescholtene Löffel? Und wozu? Dieser Fall wurde immer mysteriöser. Hallo? Ist da die Kantine? Ja, bitte? Ich reagiere auf den Aushang von letzter Woche. Den mit der Löffelknappheit? Na, dann schießen Sie mal los. Deine Löffel sind wie Herzeleid. Konkav und weit, weit entfernt. Aufhören, aufhören. Seltsam. Aufgelegt. Kann ich gar nicht verstehen. Ich fand das echt elegant. Es ist nicht festgeschraubt. Es ist nur dran getaped. Geil. Ich kaufe ein E. Bing, 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 bing. Ich möchte lösen. Becherknappheit in der Kantine. Nein, es heißt Meckerkrankheit an der Latrine. Ach, Harvey, du schummelst. Und ich glaube, du hast dich an der Latrine mit Meckerkrankheit angesteckt. Okay. Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Ich habe sie wirklich nur gezeichnet. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit. Also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß er denn jetzt noch gleich? Baumann hieß er. Dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe. Also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. Ah, I, ah! So. Und so gingen halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach
irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und habe dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki oder so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen. Das hatte ich schon längst wieder vergessen. Ich habe ihm halt einfach den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen. Und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes A, I, U ist so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Okay. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Guten Tag. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Ja, wie kommst du drauf? Alles klar, ey. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Warum? Ups. Absicht. Diese Vorschriften haben hier nichts mehr zu sagen. Ich glaube, diese Vorschriften haben hier keine Gültigkeit mehr. Was hältst du von diesem Aushang, Harvey? Das ist eine gute Antwort. Über ein Verbot von Poloschlägern im Wäschelift steht dort nichts. Das ist ziemlich belanglos, oder? Wir hätten uns ja eh nicht dran gehalten. Stimmt. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Ich sehe nichts, weil die ganze Zeit... In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar für Recht und Hausordnung. Die ganze Zeit Leute anfangen, ein Spiel zu spielen, das sind immer die gleichen. Die spielen einfach immer die ganze Zeit das gleiche Spiel. Starten ist, wie es aussieht, dauerhaft neu. Ich bin bei der Polizei. Ich mache meine eigenen Vorschriften. Über das Telefonieren im Wäscheliftbereich steht hier nichts. Nehmen wir einfach an, es sei verboten. Warum? Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. So, um die Regel zu brechen wahrscheinlich, ja. Das macht Sinn. Diesen Regeln messe ich keinen Wert bei. Himmel, nein. Ein Kontrollfreak. Definitiv nicht meine Gewichtsklasse. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich vom Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ein Moment, ey. Wie oft wollen die Leute das Spiel einfach noch neu starten? Was ist denn mit euch? Das geht übel auf den Sack. Also die ganze Zeit. Einfach das gleiche Spiel wird neu gestartet. So, warum? Ich hab mich jetzt erstmal auf offline gestellt, damit sie mich nicht mehr stört, ey. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren.
Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.